Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Elementarschamanen-Video. Das ist dein Einsteigerguide. In diesem Einsteigerguide zeige ich dir, wie du mit deinem Elementarschamanen in Shadowlands ganz gut abräumen kannst, welche Paktwahl du berücksichtigen solltest oder was es dabei alles zu berücksichtigen gibt, welche Talente du verteilen kannst, vor allen Dingen aber auch, welches Buff-Food, welche Verzauberung, welche Stat-Priority hat der Elementarschamane, wie funktionieren die Fähigkeiten. Eine kleine Rotation ist auch mit dabei. Alles, was das Herz so begehrt, als kleinen Einsteigerguide. Also bleibt dran. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, was sind die Vorteile und die Nachteile beim Elementarschaman? Beim Elementarschaman ist es so, dass wir ein sehr, sehr starker und mobiler Single-Target-Damage-Dealer sind. Also wir können wirklich sehr, sehr gut Single-Target-Damage fahren. Natürlich auch ein bisschen AOE-Damage, aber wir stechen, was Single-Target-DPS angeht, recht gut hervor. Wir haben super geile Gruppen-Utilities als Elementarschamane, das ist ganz cool. Wir können unsere Gruppe halt mit sehr, sehr positiven Sachen noch zusätzlich unterstützen, wenn wir in Dungeons unterwegs sind. In Raids fällt es ein kleines bisschen raus, aber in Dungeons seid ihr da echt super gut mit unterwegs. Ihr habt als Ele-Shami hat man wirklich richtig gute verschiedene Talentmöglichkeiten. Also man kann auch ein bisschen abweichen, auch von der Skillung, die ich jetzt hier vorstelle. Es gibt da so ein paar Möglichkeiten, das auch ein bisschen anders zu machen, wenn man so ein bisschen tiefer in die Klassendynamik reingeht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also da kann man sich auch sehr, sehr gut austoben. Und das macht die Klasse sehr, sehr cool eigentlich. Contra ist, ja, Überlebenstools, die kriegen wir eher immer erst dann, wenn wir die passenden Talente gewählt haben. Ich habe ja in der Talentverteilung schon ein bisschen was vorgestellt. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen Dinge anders machen und dadurch natürlich auch sich wieder ein bisschen was an Überlebensfähigkeit rausholen. Wir können leider, da wir von anderen Klassen auch relativ schnell überholt werden, wenn wir da nicht auf Zack sind. Also wir müssen schon wirklich konzentriert dabei sein, unsere Sachen einhalten, die wir da setzen sollten. Das ist nicht immer so riesengroß schwierig beim Elementarschaman, aber wir müssen halt echt auf Zack sein und immer dabei und dann eine hohe Uptime haben, damit wir da gut Damage produzieren können. Und genau das sollen wir ja auch machen. Die Vorteile, wie gesagt, starker Single-Target-DD mit AOE natürlich und die Gruppen-Utilities. Also das ist so ein Kernpunkt, den ich beim Elementarschaman mega geil finde. Jo. Ja, was für eine Talentverteilung nehmen wir beim Schaman, beim Elementarschaman? Das ist eigentlich relativ simpel. Da gibt es wieder zwei Builds, einmal Single-Target und einmal AOE. Also im Grunde genommen ein Raid-Build und ein Mythic-Dungeon-Build. Und die zeige ich dir jetzt. Wir fangen einfach mal mit dem Single-Target-Bild an. Und da habe ich im 15er Bereich Echo der Elemente gewählt, denn dadurch erhält unsere Lava-Eruption noch eine zweite Aufladung. Und die Effekte, die die verbleibende Abklingzeit dieser Fähigkeit abschließen, erzeugen stattdessen eine Aufladung. Das heißt, wir können nochmal eine weitere Aufladung dazu stacken. Und da Lava-Eruption natürlich perfekt da ist für den Single-Target-Damage, haben wir nochmal einmal mehr die Möglichkeit, nochmal ordentlich reinzuknüppeln. Im nächsten Bereich, im 25er, habe ich den Elementarschlag gewählt. Der Elementarschlag bewirkt im Grunde genommen, dass die rohe Kraft der Elemente 1459 Elementarschaden verursacht. Und das ist der Clou, das erhöht 10 Sekunden lang unseren kritischen Trefferwert und das Tempo um 3% sowie die Meisterschaft um 6%. Der gute Vorteil dabei ist, dass wir dann auch noch zusätzlich einmal 30 Mal Strom bekommen, die wir dann wieder in unsere Rotation einfließen lassen können, um eben halt weiter Schaden zu machen. Im 30er Bereich habe ich den Geisterwolf gewählt. Das ist der ist ein Utility-Bereich. Der Geisterwolf bewirkt im Grunde genommen, wenn wir uns bewegen müssen, dass jede Sekunde die Bewegungsgeschwindigkeit um 5% erhöht wird und die Schadensverringerung um 5% ebenfalls. Dass es viermal stapelbar, wir kriegen 20% mehr Bewegungsgeschwindigkeit raus und aber auch 20% Schadensverringerung. Also wir können dann, falls wir aus einer Fläche mal rauslaufen müssen, einfach mit weniger Damage da rauskommen und wir werden im Laufe der Zeit immer schneller. Natürlich werdet ihr kaum 4 Sekunden da drinne sein, aber ihr habt eben halt auch eine steigernde Schadensverringerung und das ist der Clou an der ganzen Geschichte. Ja, im nächsten Bereich 35 habe ich Meister der Elemente gewählt, denn die Lava-Eruption erhöht den nächsten Schaden des kommenden Natur-, Frost- oder körperlichen Zaubers um 20%. Da wir Lava-Eruption häufig benutzen,
haben wir auch unsere anderen Zauber ein bisschen ermächtigt. Die machen dann 20% mehr Schaden. Man hätte jetzt eventuell auch vielleicht Sturmelementar wählen können, aber dadurch, dass Lava-Eruption so der Kern im Grunde genommen ist, möchte ich das natürlich gerne buffen, weil ich ja oben auch beim Echo nochmal zusätzlich eine weitere Lava-Eruption kriegen kann und die dann eben halt verwende. Und dadurch habe ich immer eine relativ hohe Abzeit, wo ich ein bisschen Damage mehr mit dazu beisteuern kann, 20% im Grunde genommen. Mächte der Natur im 40er Bereich, da ist es so, das ist auch ein Utility-Bereich. Da könnte man jetzt, wenn man das Totem des Windsturms nehmen würde, hätte man im Grunde genommen ein Totem, was da auftaucht. Das ist 15 Sekunden, bleibt das da und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von all unseren Verbündeten um 60% für 5 Sekunden. Wenn man weiß, alles klar, ich bin jetzt viel unterwegs, dann wäre das mit den immer denselben Leuten, wenn man Dungeons zum Beispiel spielt und man kriegt auch selber nur wenig Schaden ab, ist es so, dann könnte man auch das Totem des Windsturms nehmen, weil dadurch wird die ganze Gruppe mit ein bisschen Geschwindigkeit gebufft, das ist gerade für Nahkämpfer auch sehr, sehr nice. Oder wir nehmen Führung der Ahnen, im Laufe der nächsten 10 Sekunden werden bis zu 3 verletzte Gruppen- und Schlachtzugsmitglieder in der Nähe um 25% eurer Schaden oder eurer Heilung geheilt. Das ist nochmal, um den Heilern ein bisschen zu entlasten. Aber ich persönlich rate Anfängern immer, nehmt den Wächter der Natur, weil es ist so, wenn wir einmal unter 35% Gesundheit fallen, kriegen wir 20% Gesundheit wieder dazu und das kann alle 45 Sekunden auftreten. Man bleibt als Beginner oder Neueinsteiger schon mal auch in der einen oder anderen Pfütze stehen und dadurch ist es dann so, dass quasi wir nochmal ein extra Safe Heal haben, der automatisch passiert. Daher Wächter der Natur. Beim 45er benutze ich den Eisfuror. Das ist ein Zauber, den müssen wir casten. Der dauert 2 Sekunden, hat 30 Sekunden Abklingzeit. Wir schleudern da so ein paar Felsbrocken zu unseren Gegnern, die machen Frostschaden. Und wenn wir das benutzt haben, werden die nächsten 4 Einsätze von Frostschock um 300% gebufft und erzeugen 8 Malstrom. Wir kriegen auch nochmal zusätzlich 25 Malstrom, sollten wir die Fähigkeit benutzt haben. Dadurch buffen wir im Grunde genommen eins unserer weiteren Damage-Zauber, denn da kriegen wir nochmal 300% mehr Schaden aus dem Frostschock raus, macht sich auch deutlich bemerkbar im Single-Target. Der Sturmhüter im 50er-Bereich lädt uns mit Blitzen auf, dass die nächsten 2 Einsätze von Blitzschlag 150% mehr Schaden verursachen und die nächsten 2 Einsätze von Blitzschlag oder Kettenblitzschlag zu Spontanzaubern werden. Ist richtig gut und bei jedem Ziel Elementarüberladung hervorrufen. Der Clou ist, dass wir Blitzschlag dann nicht mehr wirklich casten müssen und noch kein Kettenblitz, sondern wir können das direkt einmal reinknüppeln. So haben wir einen guten Anfang auch in einen Kampf reinzukommen, um eben halt da direkt 2 Blitzschläge reinzuknüppeln oder in eine ganze Gruppe Kettenblitzschlag, was dann nochmal an der ganzen Gruppe Schaden verursacht. Weil wir sind ja sowieso entweder Einzelziel nehmen wir Blitzschlag, bei mehreren Zielen natürlich einen Kettenblitzschlag. Damit generieren wir nachher auch noch ein bisschen Malstrom. Seid ihr jetzt in mythischen Dungeons viel unterwegs, dann würde ich hier ein bisschen umskillen. Da gehe ich gerne mit irgendeine Wut rein, denn das ist so, dass die Schadenszauber da die Erde dazu bringen, halt uns zur Hilfe zu eilen und dem zuletzt angegriffenen Ziel wiederholt 144 Naturschaden zuzufügen. Das geht dann immer auf das Ziel, was wir als letztes bekämpft haben. Dann wechseln wir das einmal über auf ein anderes Ziel. Dann laufen die 6 Sekunden ab. Dann geht das auf das neue Ziel, was wir gerade aktiv bekämpft haben. Und so haben wir immer, dann können wir nämlich wieder einen weiter switchen zum nächsten Ziel und haben dann im Grunde genommen auf dem ein Ziel, was wir da angegriffen haben, immer noch mal ein bisschen Damage zusätzlich mit drauf. So, beim 25er Bereich gehe ich auf Nachbeben, denn unser Erdschock und das Erdbeben hat eine Chance von 25% den gesamten Malstrom wieder zurückzuerstatten. Wir brauchen Erdbeben, wenn wir in der AOE-Skillung unterwegs sind. Erdbeben müssen wir relativ häufig setzen, so gut wie oder so oft wie es nur möglich ist. Das macht an einer ganzen Gruppe ordentlich Schaden und ja, deswegen da kriegen wir noch mal ein bisschen Malstrom zurück. Das ist nice, da können wir ein extra Erdbeben beispielsweise setzen. Und das ist schon nicht zu verachten. Also es kommt auch häufig genug vor. Das ist ganz cool. Geisterwolf bleibt im Grunde genommen gleich, weil das wieder, wie gesagt, so eine Utility-Reihe ist. Und man könnte auch Erdschild nehmen, aber das ist eher ungewöhnlich, wenn man das jetzt nehmen würde. Ich würde eher den Geisterwolf nehmen, weil wenn wir sowieso vielen Dungeons unterwegs sind, die extra Bewegungsgeschwindigkeit ist noch ganz nett. Das ist schnell gemacht. So kommen wir schnell von A nach B und wir haben halt unsere Schadensverringerung
mit dabei. Im 35er-Bereich wäre jetzt die Wahl Meister der Elemente, wie beim Single-Target, sodass wir durch Lava-Eruption den Schaden des nächsten Naturfrost oder körperlichen Zaubers erhöhen um 20%. Wirkt auch auf die, aufs Erdbeben beispielsweise. Dadurch können wir, deswegen ist das auch immer noch im AOE-Bereich interessant. Oder aber wir gehen auf das Totem des flüssigen Magmas. Das ist ein Totem, das packen wir an den Zielort. Das macht dann alle 0,9 Sekunden, also jede Sekunde im Grunde genommen, ein bisschen schmeißt das Magma auf ein Ziel, was in der Nähe ist. Und das fügt dann allen Gegnern in der Nähe wieder, um 8 Meter drumherum, ein bisschen Feuerschaden zu. Ist im Grunde genommen so ein pulsierender Schadensbringer, den wir dann damit reinnehmen. Dann im 40er Bereich bleibt es auch wieder bei Wächter der Natur, weil falls uns jetzt mal ein bisschen die Puste ausgeht, kriegen wir dann noch mal ein bisschen wieder Leben zurück. Automatisch ist perfekt eigentlich. Das finde ich persönlich richtig, richtig gut. Und im 45er Bereich geht es auf Urelementarist. Warum? Das ist so, dass unser Erdelementar, das Feuerelementar oder falls wir haben das Sturmelementar, dann 80% mächtiger werden, wir haben neue Fähigkeiten und wir kriegen eine direkte Kontrolle über diese Begleiter. Im Grunde genommen können die auch zielgerichteter einsetzen. Das ist für den Flächenschaden immer richtig, richtig Knorke. Deswegen wähle ich Urelementarist und nicht den Eisfuhrer, weil Eisfuhrer ist zu sehr auf Single Target. Aber wenn wir ein Feuerelementar rauspacken, Erdelementar, haben wir natürlich auch ein bisschen Flächenschaden mit dabei. Deswegen 45 Urelementarist. Beim Level 50er bleibt es auch beim Sturmhüter, weil, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wir ermächtigen damit unseren Kettenblitzschlag für die AOE-Komponente, aber auch den Single-Target für mit dem ganz normalen Blitzschlag und sind dann da eigentlich auch ganz gut gewappnet, weil wir müssen sowieso Malstrom generieren und wenn wir es spontan zaubermäßig machen können und dann zwei Kettenblitzschläge da raushauen, das macht dann auch schon ordentlich Wumpe bei den Gegnern. Da seid ihr dann in Dungeons auch ganz gut unterwegs. Also bei Dungeons, Irdene Wut, 15, 25 Nachbeben, 30 Geisterwolf, 35 Totem des flüssigen Magmas oder Meister der Elemente, Wächter der Natur, im 40er 45 Urelementarist und im 50er den Sturmhüter. Ja, welchen Pakt sollten wir als Elementarschamane wählen? Da haben wir wieder zwei zur Auswahl. Entweder nehmen wir die Kyrianer oder wir nehmen die Necrolords. Im Grunde genommen ist es so, dass die Kyrianer sehr gut für mythische Dungeons sind, die Necrolords aber nur gut. Bei den Kyrianern sind wir aber nur gut in den Raids und bei den Necrolords wieder sehr gut. Also das ist so eine Frage, welchen Content macht man so häufiger? Wenn ihr viel in Mythics unterwegs seid, wählt die Kyrianer, seid ihr viel in Raids unterwegs, die Necrolords. Die Balance der Packfähigkeit im Single Target und AOE Damage ist recht gut bei den Kyrianern. Das ist angenehm eigentlich zu spielen und wir haben nochmal einen extra Heiltrank, der uns blöde Effekte runternimmt, wie Blutung oder Flüche. Das ist ganz praktisch eigentlich an der Stelle. Falls wir mal wirklich irgendwo doof stehen geblieben sind, dann können wir uns einfach eine Fiole reinknüppeln, kriegen nochmal ein bisschen Leben wieder da zurück und das ist ganz, ganz angenehm eigentlich. Bei den Necrolords haben wir eine starke defensive Paktfähigkeit, indem wir Fleischformung einmal verwenden, dann kriegen wir ein kleines Schildchen, was uns noch mal ein bisschen besser dastehen lässt, falls wir mal eine Kelle bekommen. Das ist ganz praktisch. Die Packfähigkeit ist bei den Necrolords etwas besser für Single-Target-Schaden, daher eben halt auch, dass es besser ist für Raids. Und bei der Balance der Packfähigkeit bei den Kyrianern, Single-Target-AOE, das geht eher mehr so in die Richtung AOE, daher halt, dass es gut ist für Mythic Plus Dungeons. Ja, wenn wir jetzt unseren Pakt ausgewählt haben und wir Kyrianer geworden sind, kriegen wir einmal das Vesper-Totem als Klassenfähigkeit und einmal den Provost-Beschwören als allgemeine Fähigkeit. Provost-Beschwören, das ist die alte dicke Testosteron-Eule, die gibt euch dann so einen Trank, die Fiole des Gleichmuts. Und dieser Trank heilt euch um 20% eure Gesundheit, kann Flüche, Krankheits- und Gift sowie Blutungseffekte entfernen und ist im Grunde genommen nochmal so ein Notnagel, ein extra Notnagel, falls wir mal Damage bekommen können wir, oder einen Status, der uns eigentlich fast in so einer Situation zurücklassen würde, die unangenehm ist, haben wir die Fiole reingeschüttet, dann sind wir da auch unterwegs. Das ist ganz geil. Vesper-Totem, da ist es so, wir beschwören ein Totem am Zielort, das bleibt dort 30 Sekunden lang stehen. Die nächsten drei Schadenszauber oder Fähigkeiten lassen das Totem Arkanschaden auf bis zu x Gegner in seiner Nähe prasseln und die nächsten drei Heilzauber heilen halt bis zu 6 Verbündete in der Nähe des Totems. Wenn wir das nochmal benutzen,
dann ändern wir die Totenposition. Das heißt, die Gruppe ist tot, wir brauchen es in der nächsten Gruppe wieder, dann können wir es von einer Gruppe in die nächste Gruppe reinstellen, können das also noch ein bisschen länger verwenden. Es hält auch relativ lange mit 30 Sekunden. Manchmal sind Trash-Gruppen einfach sehr, sehr schnell tot und dann können wir es einfach in die nächste Trash-Gruppe reinstellen und machen dann weiter mit AOE-Damage. Bei den Necrolords ist es so, die urzeitliche Welle ist so, dass wir Flammenschock applizieren auf Gegner und oder es heilt halt Verbündete von uns, aber bei uns, weil wir ja Elementarschamane sind, wollen wir Damage machen. Der Clou an der Sache ist, dass eben halt dieses Totem nochmal einen extra Flammenschock aufs Ziel drauf bringt und wir im Grunde genommen einen so einen gratis Flammenschock bekommen. Der nächste Einsatz von Welle der Heilung trifft zusätzlich alle Ziele, die mit eurem Effekt springt. Das ist für Resto-Schamanen, also bringt uns da jetzt nicht so viel, aber eben halt die Stärke aus dieser ganzen Geschichte entsteht eben halt raus, dass wir Flammschock überall drauf kriegen. Fleischformung ist das Schild, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das Schild gewährt uns nochmal 20%, ein Schild, der uns 20% halt absorbiert an Schaden von unserer Gesundheit. 20% unserer Gesundheit werden uns als Schild gegeben. Boah, kompliziert. Wenn wir eine Leiche flattern, im Grunde genommen, die ein Elite-Gegner gewesen ist, haben wir natürlich einen größeren Effekt daraus. Das ist super praktisch eigentlich und erhöht diesen Schildwert auf bis zu 50% unserer Lebensenergie. Können wir eine etwas größere Keller aushalten? Das sind so die Packfähigkeiten. Bei den Seelenbanden, je nach Paktwahl, entweder bei den Kyrianern oder die Necrolords, ist es so, da solltet ihr bei den Kyrianern den Pelagos auswählen. Wir kriegen Kampfmeditationen gelegentlich, wenn wir unsere Klassenfähigkeit benutzen. Na, nicht nur gelegentlich, sondern das kommt dann immer mit 350 Punkten Meisterschaft, die wir zusätzlich erhalten. Das ist sehr, sehr viel und auch sehr stark. Punktuell funktioniert das wunderbar. Deswegen Kampfmeditation. Die Vergangenheit loslassen ist ganz praktisch für magischen Schaden, der uns trifft. Das können wir bis zu 3% stapeln. Also 1% kriegen wir, wenn wir unterschiedliche Zauber benutzen. Also wenn wir jetzt einmal einen Flammenschock benutzen, dann benutzen wir eine Lavapeitsche, danach einen Kettenblitz. Dann haben wir im Grunde genommen 3% weniger magischen Schaden, den wir erleiden. Das ist ganz cool. Bei den Necrolords würde ich Emini wählen als Seelenbande. So habt ihr die Möglichkeit, dass ihr, je mehr Gegner ihr um euch drumherum habt, umso schneller euch von A nach B bewegt. Das ist bis zu 15% stapelbar, 5 Gegner in der Nähe. Ganz einfach. Eminis hervorragende Haut ist so, dass wir dadurch unsere Gesundheit, wenn wir Fleischformung verwendet haben, erhöht sich unsere Gesundheit um 5%. Die maximale für 30 Sekunden, das ist nochmal, ja, 30 Sekunden sind viel. Und 5% mehr haben, lässt uns vielleicht einen Hit mehr aushalten. Das ist ganz gut. Mit gutem Beispiel vorangehen ist so, dass, aber das ist eben halt auch dieser Clou an der ganzen Geschichte, wenn wir unsere Paktfähigkeit benutzen, also monströse Gliedmaße da anwenden, Paktfähigkeit halt, dann ist es so, dass der Primärstat für 20 Sekunden um 5% erhöht wird, sowie für bei den Verbündeten, bei bis zu 4 Verbündeten in der Nähe, auch nochmal um 2% das Ganze erhöht wird. Das ist ein Gruppenutility, das ist praktisch für eine gesamte Gruppe. Ihr kriegt aber auch noch einen Nutzen daraus, also ihr könnt es noch weiter stapeln, euren Primärwert, der dann erhöht wird, für jedes Ziel, was halt in der Nähe steht, also für jedes Gruppenmitglied. Dadurch können wir nochmal extra 2% pro Begleiter, pro Gruppenmitglied rausholen und kommen dann eben halt doch auf einen recht stattlichen Wert. 13%, das ist schon ordentlich. 13% mehr Primärstat macht mehr Damage, cool. Bei den Seelenbanden-Traits ist es so, dass wir drei verschiedene Slotarten haben. Wenn wir unser Seelenband ausgewählt haben, kriegen wir dann Zugriff auch darauf. Da könnt ihr einmal ein Potenzmedium einsetzen, Widerstandsmedium oder ein Finesse-Medium, je nachdem, welchen Weg ihr geht. Und bei den Potenzmedia empfehle ich euch auf jeden Fall Hochspannung und Ruf der Flamme. Ruf der Flamme ist allgemein, da bleibt unser Feuerelementar 35% länger bestehen, macht 35% länger Schaden an den Gegnern, das ist super geil eigentlich. Und wenn wir Hochspannung gewählt haben, dann hat Blitzschlag eine Chance von 25% halt doppelt so viel Malstrom zu erzeugen. Also wir haben mehr Malstrom, wir können häufiger Malstrom benutzen und das ist ganz geil eigentlich, weil Malstrom ist halt die Quelle, die wir verbrauchen als Elementarschamane. Nehmen wir dann natürlich dankend an und auch eben halt mit. Dann haben wir das so, dass wir im Widerstandsmedium zwei Möglichkeiten haben: einmal Vitalzuwachs und erfrischende Wasser. Erfrischende Wasser ist so, dass wenn wir uns selber mal heilen müssen, heilende Woge 15% mehr heilt. Und bei Vitalzuwachs ist es so, der Erdelementar erhöht unsere maximale Gesundheit auch nochmal um 20%.
Ganz geil, wenn wir den im Bossfight einmal anwenden, dann geht er jetzt elementar auf den Boss. Wir haben 20% mehr Leben. Cool. Finesse Medium, da würde ich entweder donnernde Pfoten auswählen. Wenn wir nämlich einen Geisterwolf benutzen, erhöht das für die ersten 3 Sekunden unsere Bewegungsgeschwindigkeit zusätzlich um 10%, kann aber nur einmal pro 60 Sekunden auftreten. Und die andere Wahl wäre spirituelle Resonanz. Da ist es so, wenn wir Kampfrausch oder ähnliche Effekte haben, nicht die wir unbedingt selber benutzen, aber wenn ein Magier zum Beispiel Zeitkrümmung verwendet, dann ist es so, dass das uns nochmal für 4 Sekunden die Gunst des Geistwandlers gewährt und wir auch im Laufen casten können. Cool. Das ist richtig, richtig gut. Also so sind wir mobil, können gleichzeitig casten, 4 Sekunden, dann kriegen wir ein / 2 Heil- oder Damage-Zauber raus. Das ist ganz nett. Ja, welche Legendaries wählen wir jetzt als Elementarschamane? Als Elementarschamane haben wir dann wieder 3 Möglichkeiten, je nachdem welchen Content wir so bestreiten. Bei der ersten Möglichkeit handelt es sich um die Erinnerung an den Lava-Rückstrom des Windsprechers. Kraftet euch das auf die Füße. Das ist so ein bisschen Raid-orientiert, mit Vielseitigkeit und Tempo versehen bei den Sekundärstats, dann seid ihr da gut unterwegs. Wenn wir nämlich Erdschock benutzen, dann erhalten wir Lavawoge und der Schaden des nächsten Einsatzes von Lava-Eruption wird um 20% erhöht. Das heißt, wir benutzen Erdschock und haben im Grunde genommen einmal eine verstärkte Lavapeitsche. Also eine Lava-Eruption, die halt mehr Schaden macht im Grunde genommen. Daher auch sehr Single-Target-basiert und deswegen Raid-orientiert. Die Erinnerung an den Untergang des Himmelsbrechers ist so, das kraftet ihr euch am besten auf die Brust. Dadurch habt ihr den höheren Stat-Gewinn, das mit Vielseitigkeit und Tempo wieder versehen. Sowie nutzbar in Mythics und in Raid-Dungeons, wenn wir nämlich quasi durch den regelmäßigen Schaden des Flammenschocks einen kritischen Treffer bekommen, dann wird die Abklingzeit von unserem Feuerelementar um eine Sekunde reduziert. Wir können den Feuerelementar häufiger benutzen, der macht ganz nett Damage und die kritische Chance, Trefferchance von dem Flammenschock ist sowieso um 50% erhöht. Dadurch kommt das auch sehr häufig zustande, dass die Abklingzeit ein bisschen reduziert wird von dem Feuerelementar. Sehr, sehr cooles Legendary. Verwendbar im Grunde genommen in Raids und auch in mythischen Dungeons gleichermaßen. Das ja, kann man da ganz gut verwenden. Die Erinnerung an die große Zerschlagung. Da ist es so, das könnt ihr euch auf die Schultern oder auf die Hände raufcraften. Das ist egal im Grunde genommen. Solltet ihr wieder mit Vielseitigkeit Tempo versehen, kann auch in Raids und mythischen Dungeons benutzt werden und bewirkt im Grunde genommen, dass wenn wir Erdschock benutzen, dass der nächste Einsatz von Erdbeben 175% mehr Schaden macht. Und das ist in Dungeons eigentlich nochmal ein bisschen over the top, weil Erdbeben brauchen wir häufig, wenn wir Malstrom ausgeben. Wenn ihr viel Dungeons macht, auf jeden Fall Erinnerung an die große Zerschlagung oder ihr bevorzugt halt den Feuerelementar, das ginge natürlich auch in Dungeons. Das ist so ein bisschen die Qual der Wahl, aber solltet ihr viel mit Erdbeben spielen wollen, ihr habt sowieso viele Trash-Pulls, dann könnt ihr das da reinknüppeln und macht nochmal exorbitant 175% mehr Schaden. Bei der Stat-Wahl solltet ihr als allererstes mal euren Intelligenzwert steigern. Das kriegt ihr automatisch hin, indem ihr höhere Items anlegt, also Items mit einem höheren Item-Level. Dadurch bekommt ihr automatisch mehr Intelligenz, mehr Bums. Und das ist unser Primär-Stat, den zu steigern, das lohnt sich eigentlich immer. Bei den Sekundär-Stats ist es ein bisschen, ja, ich will sagen, das ist schwierig. Also als allererstes erstmal die Vielseitigkeit und Tempo. Also wenn ihr viele Gegenstände mit Vielseitigkeit und Tempo bekommt, ist das super vorteilhaft. Und danach kommt der kritische Trefferwert sowie die Meisterschaft. Ihr werdet irgendwann einen Punkt erreichen, wo ein Punkt Vielseitigkeit nicht mehr so viel wert ist wie vorher. Denn wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, dann solltet ihr auch anfangen zu simulieren. Also ihr solltet jetzt nicht, wenn ihr HC raiden geht, immer noch Vielseitigkeit Tempo stacken, sondern schon bereits dort bei dem Raid, also wenn ihr normal raiden geht, lohnt sich das eigentlich und normale mythische Dungeons oder eventuell auch mythische Schlüsselsteine, die unteren Stufen, dann fangt auf jeden Fall an, euren Charakter zu simulieren. Dann könnt ihr nämlich immer sagen, das neue Beuteteil, wenn ihr jetzt Vielseitigkeit Crit drauf ist, ist besser als wo Vielseitigkeit Tempo drauf ist, dann habt ihr immer genau einen Wert, alles klar, damit mache ich ein bisschen mehr DPS. Simulieren solltet ihr, wie gesagt, auf jeden Fall. Denn die Stats haben ab einem bestimmten Punkt eine gewisse abnehmende Wirkung, sind dann nicht mehr so viel wert. Und so wisst ihr auch immer ganz genau, alles klar, mein Equipment, das passt, das neue Teil ist eine Verbesserung, nein, ist keine Verbesserung, okay, dann lege ich das nicht an. So einfach ist das. Was für Verzauberungen benutzen wir als Ele? Als Ele benutzen wir
Einmal die Waffe himmlische Führung. Wenn wir Zauber benutzen, dann kriegen wir nochmal 5% Hauptattribut, also 5% mehr Intelligenz, mehr Damage. Geil. Das tun wir darauf. Auf die Ringe packen wir Lehre der Vielseitigkeit, 16 Punkte pro Ring, 32 Punkte mehr Vielseitigkeit. Das ist ein ordentliches Stück, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Umhang, verstärkter Lebensraum. Wir kriegen ein bisschen Lebensenergie wieder, wenn wir mal eine Kelle bekommen haben. Haben ein bisschen mehr Ausdauer, ist auch sehr knorke. Also da würde ich auf jeden Fall gucken, dass der Lebensraum mit da drauf ist, weil unser interner Lebensraum ist jetzt nicht sonderlich hoch. Und genau, deswegen den Umhang damit verzaubern. Abendschiene, da kommt ewige Intelligenz drauf. Wir kriegen wieder ein paar Punkte Intelligenz oben drauf zu. Mehr Damage brauche ich nicht viel zu sagen. Wenn wir einen Sockelplatz haben, dann nehmen wir einen vielseitigen Juwelenverbund. Dadurch können wir nochmal 16 Punkte mehr Vielseitigkeit bekommen. Haben wir mehrere Sockel, dann auch mehrere vielseitige Juwelenverbünde und können dann da eben halt unseren Vielseitigkeitswert noch ein bisschen weiter steigern. Die Brust ewiger Einsicht hat nochmal die Möglichkeit, dass wir 20 Punkte Intelligenz bekommen zusätzlich, also wieder die Primärstat erhöhen, aber eben halt auch noch zwischendrin mal Schattenschaden verursachen, so gelegentlich zusätzlich mehr Schaden, mehr Spaß. So machen wir das. Also Brust ewiger Einsicht, dann seid ihr da sehr, sehr gut verzaubert und ausgestattet. Ja, was für ein Barfoot bietet sich an beim Elementarschaman? Da ein Spektralfläschchen der Macht oder aber aus dem Schlachtzugskessel ein ewiges Fläschchen raus, ab Rennen geschüttet, 70 Punkte mehr Primärstat, mehr Damage, geil. Dann, wenn ihr Encounter habt, wo Heldentum genutzt wird oder Kampfrausch, heißt es auf der Hordenseite, dann benutzt ihr den Trank der Spektralintelligenz, kriegt nochmal 190 Punkte mehr auf eure Intelligenz für 25 Sekunden. Das reicht gut aus, um richtig Schaden reinzudrücken, denn dieser Effekt, der Kampfrausch, der verstärkt euch sowieso schon und durch die 190 Punkte mehr Intelligenz, alle 5 Minuten könnt ihr das einmal benutzen, dann habt ihr richtig, richtig nochmal eine Möglichkeit reinzuknüppeln. Das ist super geil. Habt ihr viel Gold? Benutzt eine verschleierte Verstärkungsrune. Habt ihr wenig Gold? Benutzt sie nicht. Momentan, Anfang von Shadowlands, sind die Dinger noch rar, die kosten dementsprechend sehr viel Gold. Später wird es so sein, dass die natürlich günstiger sind, dann solltet ihr sie auf jeden Fall mitnehmen. Es ist im Grunde genommen eine Frage des Goldbeutels oder der Goldbörse, je nachdem, wie viel ihr da drin habt und ob ihr gewillt seid, das zu benutzen. Wenn ihr nämlich sterbt, müsst ihr eine neue verwenden. Wir kriegen durch diese Rune nochmal 18 Punkte Intelligenz drauf. Obendrauf ist, wie gesagt, Primärstat, mehr Damage, cool. Steak à la Mode bringt unsere Vielseitigkeit noch immer wieder ein bisschen höher und steigert unseren Schadensoutput dadurch nochmal ordentlich. Denn so Barfoot, genauso wie das Schattenkernöl, dadurch verursachen wir noch zusätzlich nochmal Schattenschaden, ein paar Punkte. Diese beiden Sachen solltet ihr auf jeden Fall immer mit dabei haben. Also wenn ihr normale Dungeons macht, das geht dann einfach schneller, weil ihr mehr Schaden macht. Und es macht sich auch doch durchaus bemerkbar, als wenn man ungebufft durch die Gegend laufen würde. Sie sind sehr einfach herzustellen und es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, das nicht mit dabei zu haben. Bastelt euch so ein bisschen da was von, nehmt es mit, benutzt es in Dungeons und dann seid ihr ready to go. Ja, was für Fähigkeiten benutzen wir jetzt als Elementarschamane? Da gebe ich dir jetzt so ein bisschen einen kleinen Überblick, damit du das in der Rotation gleich ein bisschen besser sehen kannst, wie ich das mache. Und zwar ist es so, der Flammenschock muss immer auf dem Ziel aufrechterhalten werden. Nach Möglichkeit, wenn geht, auch auf anderen Zielen. Also Flammenschock ist immer, must have, muss drauf sein. Erdelementar und den Feuerelementar solltet ihr nur dann benutzen, wann auch immer das möglich ist, aber auch sinnvoll. Also wenn der Gegner, wenn die schnell gestorben sind und da kommt erstmal nichts mehr, wäre es ein bisschen Verschwendung, aber benutzt die auf jeden Fall mit. In Dungeons ist es so, dass der Erdelementar keine Aggro erzeugt. Der kann nicht spotten. Das macht er in der Open World, also wenn ihr hier ganz normal rumlauft, macht er das schon, aber das macht er nicht in dem Dungeon. Also ihr könnt das auch auf dem Raid-Boss oder auf dem Boss mit drauf schicken. Macht ein bisschen zusätzlichen Schaden. Das ist ganz geil. Wenn wir 60 Mal Strom haben und mehr, dann verwendet auf jeden Fall auch mal den Erdschock zwischendurch. Denn ihr solltet aber auch wirklich 60 Mal Strom plus haben. Dann macht es Sinn, den einzusetzen. Lava-Eruption benutzt ihr nur, wenn Flammenschock auf dem Ziel drauf ist. Ansonsten verschenkt ihr Schaden und einen Cooldown. Weil Lava-Eruption könnt ihr nicht die ganze Zeit spammen. Wenn es proggt, ist gut, aber ihr solltet immer gucken, ist da ein Flammenschock drauf? Jupp, ist ein Flammenschock drauf. Zack, Lava-Eruption. Dann lasst ihr ein bisschen die Peitsche knallen. Blitzschlag
Und Kettenblitzschlag sind dazu da, um Malstrom zu generieren. Mit dem Blitzschlag auf Single-Targets, der Kettenblitz natürlich auf Multi-Targets, also auf viele Ziele, mehrere Ziele, dann benutzt der Kettenblitzschlag anstatt Blitzschlag. Aber es geht auch schon ab 2, dann trefft ihr nämlich 2 Ziele gleichzeitig, generiert trotzdem Malstrom, könnt ihr dann benutzen, um Erdschock zu verwenden beispielsweise. Sollte immer mit im Repertoire dabei sein. Erdbeben, wenn ihr 60 Malstrom habt, dann benutzt das für Flächenschaden. Ihr könnt quasi dadurch richtig viel Flächenschaden machen, sollte auch immer genutzt werden. Also sobald es ready ist, benutzt es damit dazu. Heldentum, man muss ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen, wann es sinnvoll ist, das zu benutzen. Generell, manchmal ist es so, beim ersten Boss und beim letzten Boss einer Instanz. Wenn man zu lange braucht in einer Instanz, dann kann man das auch beim zweiten, dritten Boss benutzen, weil es dann wieder ready ist. Wir kriegen einen richtig langen Cooldown da drauf, also wir können dann nicht mehr von solchen Effekten profitieren, denn da sind wir 10 Minuten im Grunde genommen immun dagegen. Dann würden wir davon nicht profitieren und dann ist es nutzlos verschwendet, die Fähigkeit. Also immer gucken, kann ich das benutzen? Ja, ich habe keinen Debuff drauf. Also erschöpft heißt der Debuff. Dann bei den Raid-Bossen oder bei Bossen generell, bei Raid-Bossen wird es wahrscheinlich sowieso im Raid angesagt, aber bei Bossen, erster Boss, letzter Boss in Dungeons, funktioniert eigentlich immer ganz gut. Support-Totems haben wir auch und die sind sehr, sehr wichtig. Der Totem des Erdstoßes, und das vergessen auch viele Elementarschammer an, entfernt Furcht von euch. Also ihr könnt dadurch einmal, wenn Gegner Furcht casten auf die Gruppe, könnt ihr das unterbinden dadurch. Und das Totem der Erdbindung ist so, dadurch verlangsamen wir unsere Gegner. Ist jetzt nicht ganz so ultimativ sinnvoll und nützlich, aber bei weglaufenden Mobs einmal so ein Totem gedroppt, dann sind die etwas langsamer unterwegs. Viel wichtiger ist das Totem der Energiespeicherung. Wenn ihr das irgendwo reinsetzt, könnt ihr die Gegner damit betäuben. Das ist unser Betäuber auch sehr, sehr geil. Gibt natürlich auch so Fähigkeiten wie Windstoß, dass man da mal den Gegner mit unterbricht. Aber da komme ich gleich in der Rotation noch dazu. Ebenfalls auch auf die Waffenverzauberung. So, die Packfähigkeiten solltet ihr die benutzen können. Benutzt sie sinnvoll. Vespa Totem zum Beispiel in die Gruppe reinstellen. Damage machen, Gruppe tot. Totem wieder umpositionieren in die nächste Gruppe, Damage, 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 dann teilt sich der Schaden auf die anderen auf in der Gruppe. Urzeitliche Welle, muss man auch gucken, wann man das benutzt, aber da kriegt man so ein bisschen auch den Dreh raus, es muss halt immer irgendwie ein bisschen Sinn haben. Das kann man schlecht in so eine Standardrotation mit einbringen, weil das von den Fähigkeiten her so konzipiert ist, situativ das zu benutzen und das solltet ihr natürlich dann auch tun. Ja, die Rotation beim Elementarschaman, das ist relativ simpel, aber ich fange einfach mal an. Ja, es gibt ein paar Dinge, die solltet ihr immer mit dabei haben. Also ihr, nach Möglichkeit macht euer hier Blitzschlagschild mit an, dann werdet ihr mal geschlagen, dann kriegt der Gegner ein bisschen Damage. Ja. Solltet ihr viele Schaden oder ja viel aus verschiedenen Quellen viel Schaden bekommen oder aus einer Fläche und so weiter, könnt ihr Astralverschiebungen benutzen, dann werdet ihr für ein paar Sekunden verschoben und der erlittene Schaden reduziert um 40%. Ist auch sehr, sehr geil, sollte man eigentlich im Grunde genommen immer mal mit dabei haben. Sollte es nötig werden, dass wir uns heilen, heilende Woge, einmal auf uns drauf und perfekt, dann läuft das. Dann sind wir da eigentlich auch relativ safe und gut unterwegs. Was ganz wichtig ist, wenn wir uns bewegen müssen während der Casterei, dann machen wir die Gunst des Geistwandlers an. Dann können wir uns ein Ziel suchen und dann kann ich hier so ein bisschen rumlaufen für ein paar Sekunden. Kann aber auch gleichzeitig beim Laufen casten, das ist auch sehr, sehr praktisch. Und wie ihr seht, ich baue da gerade schon so ein paar Stapel Malstrom auf. Jetzt habe ich hier ein bisschen Malstrom. Kann auch mal mein Erdbeben hinsetzen. Kann jetzt nicht weiterlaufen. Jetzt muss ich stehen bleiben. Jetzt baue ich wieder ein bisschen Malstrom auf. Erdbeben leuchtet. Kann ich das benutzen? Das ist ganz, ganz simpel im Grunde genommen. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist der Flammenschock. Der sollte nach Möglichkeit immer auf einem Gegner drauf sein. Wenn ihr aktivieren könnt, den Sturmhüter und Eisfuror gleichzeitig mit benutzen. Jetzt haben wir genügend Malstrom für einmal Erdbeben, können unsere Lava-Eruption machen. Wenn die proc, können wir sie schnell doppelt benutzen. Blitzschlag kann man dann auch relativ fix casten und hauen dann so unsere Kettenblitze raus. Erdbeben ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist auch die Fähigkeit, die ihr priorisieren solltet. Hin und wieder haben wir das Glück, dass wir die Zauber instant bekommen, wenn wir einen Erdschock hinterher schmeißen. Und wenn wir dann gar nichts mehr haben, springen wir wieder zurück auf unseren Kettenblitzschlag und hauen unseren Flammenschock natürlich wieder auf ein Ziel. Wir können den Flammenschock auch auf mehrere Ziele machen. Single-Target-mäßig haben wir unseren Eisfuror, können wir quasi auch unseren Frostschock mit benutzen. Und wenn wir ready haben, können wir auch unsere beiden Elementare rausholen.
und hauen dann quasi die beiden Elementare, gehen dann eben halt auf die Gegner drauf. Ihr müsst im Grunde genommen nur angreifen, dann passiert das fast schon von alleine. Dann gehen die dahin. Ist der Sturmhüter wieder ready, dann können wir nämlich die Kettenblitze auch instant raushauen. Das ist das, warum das so schnell ging vorhin. Flammschock drauf. Jupp, hält auch sehr, sehr lange jetzt gerade. Können wir eine Lava-Eruption hinterher, einen Erdschock. Dann nochmal den Eisfuhrer aktivieren für ein Single-Target-Damage. Und Erdbeben, wenn wir genügend Mahlstrom haben. Haben wir nicht genug Mahlstrom, bauen wir es wieder auf mit Kettenblitz. Bei Einzelzielen natürlich nur mit Blitzschlag. Kettenblitz, Kettenblitz. Wenn wir eine Lava-Eruption machen können, wir sollten natürlich auch gucken, dass wir die Stapel von Lava-Eruptionen abbauen. Manchmal kriegen wir auch etwas wieder reprockt. Das heißt, wir können den Erdschock dann zweimal mit benutzen. Jetzt habe ich die Lava-Eruption wieder drin. Dann können wir ein bisschen Damage mit der Lava-Eruption machen. Aber nach Möglichkeit sollten wir halt gucken, gerade was AOE angeht, dass wir unser Erdbeben immer ready haben, nicht zu sehr ans Cap geraten, denn mehr als 100 Mahlstrom können wir auch nicht ansammeln. Pro Kettenblitz habt ihr jetzt gesehen, sind es ja 20 gewesen, die ich da gerade gekriegt habe. Nochmal Kettenblitz hinterher, Kettenblitz. Die logische Reihenfolge wäre im Grunde genommen, wir haben jetzt das Erdbeben gesetzt, Sturmhüter aktivieren, Kettenblitz, Kettenblitz. Jetzt haben wir wieder 100 Mahlstrom, können nochmal wieder was reinsetzen. Und dann das Erdbeben, das tickt. Ihr könnt auch eine zweite Fläche Erdbeben dazu reinpacken. Was ich mir jetzt noch nicht reingepackt habe, ist die Paktfähigkeit. Da ich hier mit den Ventüren jetzt unterwegs bin, hätte ich natürlich noch die Ventürpaktfähigkeit. Muss ich mal ein bisschen wieder umbauen hier bei mir. Gewitter. Zack, zack, das einmal dahin. Und dann nehmen wir den mal raus. Wenn ihr Gewitter macht, dann stößt ihr alle Gegner um euch herum einmal wieder weg. Das ist auch ganz praktisch. Ich kann jetzt auch, wenn ich quasi meinen Sturmhüter nachher gleich benutze, dann habe ich auch die Kettenernte instant. Also zack, so muss ich sie casten. Wir warten jetzt nochmal ganz kurz. Wichtig, der Flammenschock, der muss immer drauf sein. Eisfuhrer, ich zeige euch gleich nochmal mit der anderen Skillung ein bisschen was. Lava-Eruption, jetzt können wir nochmal einen Frostschock hinteran setzen. Frostschock, Frostschock. Jetzt habe ich quasi auch gleich meinen Sturmhüter wieder bereit, setze nochmal eine Erdbebenfläche, Lava-Eruption, Sturmhüter aktivieren und jetzt kann ich auch die Kettenernte leider dann doch nicht gleichzeitig, aber ich kann den Kettenblitzschlag halt ganz schnell machen. Das kann durchaus sein, dass sich das noch wieder ändert, dass die Kettenernte natürlich auch instant wird. Das würde auf jeden Fall Sinn machen hier an der Stelle. Aber so können wir auf jeden Fall unseren generierten Mahlstrom auch immer wieder sehr, sehr gut ausgeben. Wichtig ist Erdschock, ne, 60 Mahlstrom plus, dann können wir den einmal raushauen, denn es ist so, das verursacht dann auch ordentlich Damage. Es kostet halt auch 60 Mahlstrom, deswegen erst ab 60 Mahlstrom, das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Flammschock ist drauf, Flammschock könnte man jetzt auch auf zwei Ziele machen, das hält auch relativ lange. Wenn wir einzelzieltechnisch unterwegs sind, dann ist es so, dass wir eher einen Blitzschlag benutzen, um Mahlstrom aufzubauen. Und dann können wir, falls da noch Gegner dazukommen, unser Erdbeben wieder setzen. Aber primär geht es da eher mehr mit der Lava-Eruption zugange, wenn wir auf dem Single-Target halt auch unterwegs sind. So, jetzt gehe ich aber aus dem Kampf raus. Dann will ich euch das natürlich auch noch mal eben schnell zeigen hier. Zack. Wenn wir nämlich Earthen Rage nehmen, also irdene Wut heißt das auf Deutsch, und den Nachbeben haben wir da auch, das passt. Dup, 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 Meister der Elemente und Urelementarist. Achso, jetzt muss ich warten, bis Eisfuhrer abgeklungen ist. Also das ist auch immer schön. Da muss man einen kleinen Moment einmal abwarten. Wichtig auf jeden Fall, wie gesagt, einmal, dass ihr euer Erdschild drauf habt, dann seid ihr da gut unterwegs. Und jetzt können wir Urelementarist nehmen. Das macht das Ganze im AOE noch ein bisschen angenehmer, weil man merkt dann doch schon deutlich, dass da ein bisschen Schaden runterfällt, wenn man quasi nur pur auf Single Target geht. Das ist dann immer mal ein bisschen blöd. Einige Zauber, und das ist auch bei den Schamanen so, generell, das ist bei allen Klassen eigentlich so, die sind teilweise, findet ihr einige Zauber nur in bestimmten, also in dem Klassenbereich, ja, das ist unterteilt in Elementar und in Schamane, also die Spezialisierung und die Klasse selber. So, was ihr auch machen solltet, ihr solltet eine Waffe oder eure Waffe verzaubern mit der Waffe der Flammenzunge. Es ist nämlich so, dass jeder unserer Waffenangriffe bis zu 15 zusätzlichen Feuerschaden verursacht. Drauf haben sollte man es auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt mal, jetzt guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel keinen Eisfuhrer mehr. Urelementarist ist passiv, dadurch werden wir unsere Elementare ein bisschen ermächtigen. Und irgendeine Wut ist ebenfalls ein Passiv. Also so haben wir noch mal eine Fähigkeit weniger. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Ich hau meinen Sturmhüter raus, caste meine zwei Blitze,
Hab meinen, im Grunde genommen mein Erdbeben, hab auch meine Procs ready. Kann jetzt nochmal meine Kettenernte hinterher schmeißen und kann dann Blitzschlag wäre jetzt eher suboptimal, deswegen Kettenblitzschlag, bauen wir einen Stapel auf, Erdbeben nachsetzen, kann dann eben halt nochmal den Flammenschock erneuern, machen wieder unseren Kettenblitzschlag. Also wirklich, wie gesagt, wir bauen halt unseren Mahlstrom auf. Das ist der große, große Clou an der ganzen Geschichte. Dann können wir, wenn wir genügend haben, upala, jetzt habe ich das Erdbeben falsch gesetzt, dann können wir auch beide Elementare raushauen. Und die gehen dann natürlich Ragey-mäßig auch unterwegs. Ur-Erdelementar, der knüppelt dann da auch nochmal ordentlich rein und macht dann Damage. Ihr habt jetzt gesehen, das wollte ich euch auch zeigen. Das ist so, wenn ihr die dann beide benutzt, zack, dann funktioniert das nicht. Ne? Also es ist immer nur einer dann da. So, dann können wir wieder halt unseren Flammenschock aufbauen. Wir hauen unsere Lava-Eruption raus. Jetzt habe ich wieder genügend Dings, also Mahlstrom und kann dann eben halt meine Erdbeben setzen. Manchmal kann ich zwei Erdbeben setzen, weil einfach das keine Kosten verursacht hat. Das ist dann sehr, sehr praktisch an der Stelle. Dann können wir nochmal weitermachen. Hier, zack, einmal den Flammenschock. Dann hauen wir jetzt nochmal unser Erdbeben raus, die Kettenernte. Und schon sind wir da eigentlich ganz gut unterwegs. Man kriegt im Laufe der Zeit dann ein bisschen ein Gefühl. Und ihr habt ja jetzt auch die ganze Zeit diese Erdspikes gesehen, die dann da eben halt auf das Ziel dazu gehen. Und da machen die halt dann nochmal ein bisschen extra Damage. Das ist ganz nice. Das ist ganz nett. Und unser Elementar, der hält halt auch wirklich ein bisschen länger. So kann man auch als Elementarschamane einen ganz netten AOE-Damage fahren. Ja, ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen zum Elementarschaman. Mein Fazit dazu ist, der Elementarschamane ist einer der Caster, die doch etwas mehr Spaß machen, weil wir nicht ganz so schnell umfallen und wir auf, man kann Blitze schleudern, ja, das ist einfach nur geil. Wenn du ein Panda bist und Blitze aus deinen Tatzen rausjagen kannst, besser geht's doch gar nicht. Nee, macht sehr, sehr viel Spaß. Erdbeben, relativ leichte AOE. Phase, die wir da abarbeiten dürfen, wenn wir Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben casten. Das ist sehr, sehr cool. Also mir macht der sehr viel Spaß und man hat schon irgendwie so, das ist die Schamane, ne? Das ist schon irgendwie sehr, sehr geil. Viele Utilities, viele Toolkits, die wir oder Fähigkeiten, die wir auch haben, die wir verwenden können, um eben halt auch einfach ein bisschen aus der Masse rauszustechen. Wir haben Heldentum, wir können unsere Elementare reindroppen lassen. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Wir können da Blitze schießen, Feuer peitschen, um uns schwingen. Geil. Ich hoffe, du spielst auch jetzt einen Elementarschaman und dir hat das Video, wie gesagt, gefallen. Würde mich sehr, sehr freuen. Daumen nach oben, Kommentar. Geile Sache, freue ich mich drüber. Wir sehen uns im nächsten Guide. Visarius, Ende Gelände. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.